Herzlich willkommen zum neuen Video von Autonotizen mit einer kleinen Vorwarnung vorab. Heute kann es ein bisschen romantisch werden und das ist der Grund dafür. Für die Wiedergeburt von Alfa Romeo hat sich die Marke ihre Kernkompetenz ausgesucht und eine kompakte sportliche Mittelklasse-Limousine neu erschaffen. Man hätte jetzt ganz leichtfertig hier ein Retro-Design machen können. Das geht ja oftmals in die Hose und gerade in der Autoklasse mit Dienstwagenfahrern als Kunden etc. ist es nicht unbedingt angebracht. Man hat den klassischen Alfa-Kühlergrill, dieses Cosetto, natürlich verwendet und auch neu interpretiert und das aber schon hier an der Front, wie man sieht, in ein sehr dynamisches und cleanes, modernes Design gepackt. Angriffslustig, ohne zu aggressiv zu sein, durchaus mit dem oft zitierten Überholprestige. Die Front also der erste optische Eindruck, der schon sehr lecker ist. Dann gibt es hier einen sehr kurzen vorderen Überhang. Was mich echt staunt, wie sie das durch die Crash-Vorschriften, die EU-Vorschriften zum Fußgängerschutz geboxt haben. Also flache Front, kurzer Überhang, hier noch der Alfa Romeo-Schriftzug in der klassischen Schreibschrift im Scheinwerfer. Und dann geht es in die Seitenpartie. Sehr clean auch, keine Sicken, keine unnötigen Kanten. Das ist alles sehr organisch geformt und mündet dann in einem sehr kraftvollen Heck. Eins der schönsten, wenn ehrlich gesagt nicht das schönste Auto auf dem Markt im Moment. Am Heck sammelt sich die Giulia dann in relativ beliebigem Limousinendesign dieser Tage. Breite Rückleuchten, dann darunter die Kante mit der Heckzeichenmulde. Das ist ein Element, was BMW 3er, 4er, Audi 4 etc. zurzeit vorweisen. Bei der Giulia aber alles wieder in dem Gesamtkörper entsprechend ein bisschen ruhiger. Und drunter dann der kraftvolle Stoßfänger in dem Modell hier mit den großen Endrohren und diesem Heckdiffusor im Stoßfänger. Das ist die Giulia Veloce und über die Technik dieses Modells erzähle ich später mehr. Wollen wir aber erstmal reinschauen. Das ist die Spielwiese, auf der man seinen Spaß mit Giulia beginnen kann, ihr zeigen kann, wo es lang geht und sich von ihr einfach auch gefangen nehmen kann. Ich lasse es jetzt extra bewusst mal ein bisschen auf euch wirken. Es ist nämlich auch nicht irgendwie ein gewolltes Retro-Design. Man hat aber auch nicht auf Konzernbauteile zurückgegriffen innerhalb des FCA, also Fiat Chrysler Automobiles Konzern, und hier Plastikknöpfe verbaut. Die Kunden werden schon akzeptieren. Man hat wirklich von A bis Z das Auto durchdefiniert und durchdesignt. Es ist ein sportliches, dem Fahrer zugewandtes Cockpit, sehr gut verarbeitet, hochwertige Materialien, macht innen genauso an wie außen die Giulia. Die Sitze im Veloce-Modell sind das Sportsitze im Vergleich zu Giulia und Giulia Super. Betten auch große Fahrer sehr gut, schöner Seitenhalt. Alles kompakt und ja eng, aber nicht zu eng, wie es das ganze Auto auch vermittelt. Das ist so der Nachfolger des BMW E46, könnte man fast sagen, in seiner Kompaktheit und der sportlichen Gedrungenheit. Bequeme Sitze, die Kopfstütze lässt sich weit genug rausziehen, die ist mir vielleicht ein bisschen zu hart, aber kleines Detail. Und sonst bist du einfach da und mittendrin. Lenkrad mit den Bedientasten, alles gut erreichbar. Wir haben eine sehr aufgeräumte Mittelkonsole. Das Auto hier, der Testwagen, schmeichelt natürlich mit diesen roten Ledersitzen. Das ist ja was, was eigentlich auch keiner außer Alfa Romeo wirklich kann, ohne dass es peinlich wirkt. Das passt ganz gut zu dem Auto. Auch das Armaturenbrett ist damit entsprechend rotem Kunststoff. Optional gibt es auch mit Leder bezogen, das Armaturenbrett. Das hat der Testwagen jetzt nicht. Finde ich auch ganz gut so, weil das ist dann schon ein bisschen dekadent. Du kommst hier rein in die Giulia und fühlst dich sofort willkommen zu Hause und einfach eins mit dem Auto. Es tut mir echt leid, dass ich heute so viele Superlative benutzen muss, aber super Cockpit, super Innenraum. In der Mittelkonsole, die aufgeräumt und auch klar gestaltet ist, vielleicht hier ein bisschen zu viel schnöde Plastikflächen hat, aber hier sieht man auch, die haben sich gesagt, was sollten wir da sonst machen?
wirkt es schnell peinlich, wenn wir hier irgendwie ein Bling-Bling hinkleben. Lassen wir es einfach so, warum nicht? Großes Ablagefach, respektive zwei Cupholder, USB-Anschluss. Und dieser Hebel, der kommt einem sehr bekannt vor, wenn man BMW 3er-Fahrer oder Kunde ist. In der Alfa Giulia ist die vom gleichen Zulieferer gebaute 8-Stufen-Automatik verbaut. Der Wählhebel ist sehr ähnlich, also auch ein elektronischer Wählhebel ohne Gasse. Dann haben wir hier den Lautstärke-Knopf für das Radio-Mediensystem, den Controller. Ich bediene also alles über diesen iDrive-mäßigen Controller mit zwei Tasten, Menü und Optionen, wo ich mich durch die Menüs surfen kann. Er hat kein Touchscreen, sondern alles geht hier rüber. Und hier der DNA-Schalter. Jetzt schauen wir uns nochmal das Lenkrad an. Man könnte ja denken, bei so einem lang geplanten Comeback legt man natürlich das Markenlogo überall parat. Hat natürlich Alfa Romeo gemacht hier im Pralltopf. Aber das finde ich auch so eine schöne Lässigkeit, so eine sympathische Arroganz. Das macht man nicht mit den Farben, also mit Rot etc. darin, sondern zeigt das Logo in einer schwarz-silbernen Version, die einfach unauffälliger ist, den Fahrer weniger stört und auch sehr lässig ansieht. Der Startknopf ist hier links im Lenkrad. Das ist eine Spezialität der Giulia. Das ist natürlich ergonomisch perfekt. Und wenn ich den Motor starte, bin ich gleich an meinem Dirigierstab sozusagen, um das Orchester hier zu bestimmen, also am Lenkrad. Die Schaltpedal, sehr schick, hier mit gefräst Minus und auf der anderen Seite Plus. Große metallene Pedal, keine kleinen Plastik. Dinger, Bedientasten, hier für den Tempomaten, für die automatische Abstandsregulierung, dann hier für Telefon, Sprachsteuerung und Infotainment. Und dieses Lenkrad, also hier Leder, dann ist hier so ein Mikrofaser, Kunststoffmaterial, was einfach nochmal für ordentlich Grip sorgt. Die Finger sich hier perfekt einbetten und ja, du lenkst einfach so gerne mit dem Auto. Das Lenkrad ist echt schick, unten leicht abgeflacht, aber auch nicht zu sehr, nicht pseudosportlich, sondern es ist einfach, um hier den Ein- und Ausstieg bequemer zu machen. Es ist komplett zu Ende gedacht. Sehr schön. Die hinter dem Lenkrad zwei klassische Rundinstrumente in tiefen Höhlen, somit spiegelfrei. Die Zeiger hängen Alfa Romeo typisch in der Nullposition nach unten. Und in der Mitte ein zentrales Display. Ich lasse mal den Motor an. Da kann ich mich dann durch verschiedene Menüs sortieren, Telefon, Navigation und Bordcomputer. In der Mitte des Armaturenbrettes über der Mittelkonsole habe ich den zentralen Bildschirm. Den bediene ich, wie gesagt, über den Controller in der Mittelkonsole. Navigationssystem, mit der Menütaste gehe ich wieder raus, Medientelefon etc. Alles leicht bedienbar und man könnte jetzt natürlich sagen, oh, das Navi hat aber nicht die perfekteste Auflösung, wie es vielleicht das Navi Professional bei BMW bietet. Reicht aber voll und ganz aus. Es ist ein Auto, das nicht mit Schrulligkeiten nervt, wie man es vielleicht von Alfa Romeo erwarten würde, sondern wirklich zu Ende gedacht ist. Wie sieht es denn bei Giulia hinten aus? Auch rote Ledersitze. Hier Kunststoffverkleidungen, praktisch abwischbar und Netze. Der Fond an sich ist relativ eng. Ich habe die Vordersitze auf meine Körpergröße 1,92 Meter eingestellt. Dann ist hinten schon weniger Platz als in einem 3er BMW zum Beispiel oder auch in einem Audi A4. Aber hier ist auch wieder so ein bisschen diese arrogante Selbstsicherheit, die die Giulia auf sympathische Art und Weise vermittelt. Bin ich dir zu eng, kauf dir halt ein anderes Auto. Gehen wir mal weiter hinter. Und schauen ihr noch in den sexy Hintern hinein. Wir sehen hier einen klar limousinentypisch flachen Kofferraum. Alles gut verarbeitet, mit Teppich ausgekleidet. Dieses Netz ist gegen Aufpreis erhältlich. 175 Euro kostet die Kombination aus Netz und diesen Verzurösen. Dreifach geteilte Rücksitzbank, also kann ich Skier und so durchladen. Und hier habe ich ein kleines Ablagefach, da ist gerade der Verbandskasten drin, dann ist es aber auch schon voll. Also auch kein Familienkofferraum, sondern für den Außendienstler oder das Paar ausreichend eine klassische, kompakte Mittelklasse-Limousine eben.
und los geht's. Der Blickkontakt war ja schon von Sexiness geprägt und jetzt zeigt sich hier beim Kennenlernen, wir verstehen uns auch gut, Julia und ich können miteinander sprechen und mit jedem Meter wird klar, Julia ist echt beziehungstauglich. Im letzten Jahr durfte ich mal für ein anderes Medium die Julia Super mit dem 180 PS Diesel und dem 200 PS Benziner fahren und auch mal die Quadrifoglio. Gute Autos, Quadrifoglio natürlich klar, ein extremer Sportwagen im Limousinenkleid. Und jetzt ist hier die Julia als Veloce zu Besuch bei mir. Und da hat wirklich das Modell seine Bestimmung gefunden. Dieser Quadrifoglio ist natürlich ein Gerät, aber für die meisten Menschen nicht alltagstauglich. Und die Veloce hier mit dem 280 PS starken Benziner ist ein sehr sportliches Auto, 5,2 Sekunden auf 100, 240 Spitze, einen lässigen Sound, sehr angenehme Sportsitze, auch mit ausziehbarer Oberschenkelauflage. Also man hat sich schon die richtigen Sachen bei der Konkurrenz, und das ist halt nun mal der 3er BMW, abgeschaut. Dieses Lenkrad, was ich vorhin schon zeigte, fühlt sich einfach wunderbar an und es macht so Spaß, mit dem Auto zu fahren. Da kann man eigentlich gar nicht anders sein als geflasht. Der Motor hängt super am Gas, spricht direkt an. Das Fahrwerk ist stramm, ohne jetzt aber übertrieben hart zu sein. Du hast perfekten Bodenkontakt gefühlt. Bei Langsamfahrten so 30, 40, 50 km/h und wenn dann die Straßen in der Stadt so ein bisschen ausgefurcht sind, dann stackst du schon ein bisschen, wie bei mir beim Thema Frau, so wenn sie mit Stöckelschuhen über Kopfsteinpflaster humpeln würde. Aber einmal in Fahrt wird es ganz smooth und das zeigt halt auch, dass die Julia natürlich bewegt werden will auf Landstraßen, klar auch auf der Autobahn, aber allein diese Lenkung mit knapp 2,25 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag, die ist so wunderbar direkt und es macht einfach echt Spaß, dieses Auto zu fahren auf jedem einzelnen Meter, sei es in die Arbeit, sei es einfach nur zum Spaß. Und ich habe dann hier diesen DNA-Schalter, den ich vorhin gezeigt habe. Da kann ich dann die Gesamtcharakteristik auf Dynamic zum Beispiel stellen. Das ist das D. Da ist der Motor noch ein bisschen angriffslustiger am Gas, die Lenkung noch ein bisschen direkter. Dann habe ich den A für Advanced Efficiency. Da fährt er so ein bisschen runter. BMW-Fahrer kennen das eben vom Eco-Pro-Modus. Die wird so ein bisschen ruhiger, die Julia, ohne es wirklich müde zu sein. Oder eben N in der Mitte für neutral. Und das ist der Schalter, den ich immer anhabe, weil da ist das Auto einfach ausreichend sportlich und wunderbar zu fahren. Was der Testwagen nicht verbaut hat, was es gegen Aufpreis gibt, sind adaptive Dämpfer. Da könnte man sich überlegen, nach einer Probefahrt, ob man sich die gönnt, je nachdem, wie da der Komfortmodus gestaltet ist, dass man, wenn man viel in der Stadt fährt, einfach noch ein Ticken mehr Komfort in das Auto reinbringt. Man sieht es jetzt auch, wenn ich hier über Unebenheiten fahre, dass die Kamera ein bisschen zittert. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und das zeigt eben diesen sportlichen Charakter. Also es ist ja so die Reinkarnation des 325i E46 3er BMWs, die kleine, knappe Sportlimousine. Klar mit Vierzylinder, das ist halt heutzutage so. Was aber wiederum den Vorteil hat, dass ich nicht einen super schweren V6 jetzt hier im Bug habe, der das Auto vorne wieder schwerer machen würde. Und der klingt halt einfach geil, trotz 2 Liter Vierzylinder. Was das Sportmodell auch hat, ist Allradantrieb. Julia hat ja Heckantrieb, wie wir wissen. Auch die Veloce ist grundsätzlich heckgetrieben, schaltet dann aber den Frontantrieb zu. Es ist aber allgemein eher hecklastig ausgelegt, der Antrieb. Und man kann, wenn man es wissen will und so ein bisschen Nässe auf der Straße ist, das Heck auch schon mal kurz winken lassen. Und es ist eben auch schön sauber abgestimmt, dass man hier diesen Sportsgeist aufrechterhalten hat. Und die Alpha-Ingenieure um Herrn Wester, was übrigens ein Deutscher ist, die haben hier echt ganze Arbeit geleistet. Ich habe mich auch oft gefragt, warum dauert es so lange, bis Alpha endlich das neue Auto, die Julia, auf den Markt bringt. Mit jedem Meter findest du mehr Gründe, warum es so lange gedauert hat. Und du findest auch immer weniger Gründe für Leute, die sagen, ich kaufe mir doch kein Alpha, ich hole mir den
abermaligen deutschen Premium-Mittelklasse-Wagen. Ist auch allein, wenn man hier auf der Landstraße ein bisschen Gas gibt, so von 80 auf 100, 110 mal kurz raus, so ein angenehmer Klang, der auch nicht zu offensiv ist, Instrumente gut ablesbar, es macht so Laune, das Auto. Was ich euch jetzt nicht vorführe, weil ich ja sprechen will im Blog. Das Soundsystem im Testwagen ist ein Harman Kardon Soundsystem verbaut. Das hat einen guten Klang, ist nicht optimal. Das kann Harman Kardon eigentlich besser. Vielleicht liegt es auch an der Akustik im Auto. Aber reicht. Es hatte besser klare Höhen und Mitten. Aber der eigentliche Sound, der kommt ja vom Auto an sich. Die schauen auch echt hier am Land draußen, aber auch in der Stadt abends. Ein Taxifahrer aufgehalten worden, was das für ein neues Auto ist. Sogar Jugendliche, junge Mädels fotografieren die Giulia. Ungewohnt für so ein doch relativ normales Auto, was sich ja viele Leute leisten können. Kein hochklassiger Supersportwagen ist. Ende meiner Romanze mit der Giulia. Autobloggern wird ja oft vorgeworfen, sie sind so ein bisschen leicht zu begeistern und undifferenziert und erzählen dann viel positivere Dinge, als es ein objektiv denkender Journalist und Tester macht. Ja, da ist was dran natürlich. Man sucht sich ja auch ein bisschen die Dinge aus, über die man berichtet. Und ich habe ja auch gar nicht jetzt die Vergleichsmöglichkeit oder auch die objektive Sichtweise, hier zu sagen, das Navi in der Giulia ist ein bisschen schlechter als das im 3er BMW, der Platz hinten ist enger und so weiter und so fort. Darum geht es mir aber auch gar nicht und gewiss euch auch nicht, wenn ihr diesen Blog anschaut, wofür ich mich übrigens herzlich bedanke. Ich selber bin nämlich eigentlich schon auch ein Spießer und fahre zum Beispiel privat Skoda. Bin gar nicht unbedingt die Zielgruppe, die darauf wartet und sagt, oh, neuer Alpha und den muss ich ausprobieren und was Besseres gibt es nicht. Sage aber trotzdem, es gibt kaum eine bessere Mittelklasse-Limousine im Moment. Die Giulia, gerade als Veloce, macht unheimlich Spaß. Es ist ein dynamisches Auto, was aber trotz all diesem Sportsgeist praktische Tugenden nicht verliert. Es ist ausreichend komfortabel, sehr bequem zu sitzen. Die Lenkung macht Spaß, das Fahrwerk macht Spaß. Es ist alles top verarbeitet, zu teuer ist er auch nicht. Und aus diesem Einheitsbrei der grauen Dienstwagen, 3er, A4, C-Klassen etc. sticht die Giulia wunderbar heraus, ist dabei vom Markenimage her nicht ganz so fragwürdig, wie es für viele immer noch ein Jaguar ist. Nehmen wir mal den Jaguar XE, der ja auch ein Mitbewerber ist von Giulia und Co. Der noch dazu innen wesentlich weniger hochwertig ist. Ich finde, mit der Giulia kannst du als normal denkender Mensch auch ohne irgendeine Markenbrille auf nichts falsch machen. Ein Problem habe ich jetzt, ich brauche so ein Auto. Bis dahin werde ich aber noch ein paar andere Videos machen und weiter Geld sparen und an Giulia denken. Ich habe mich ein bisschen verknallt. Ich hoffe, euch hat das Video zumindest Spaß gemacht und freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt oder den Kanal abonniert. Bis bald bei Autonotizen. Danke, ciao. Thank you.